Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir sind hier letzte Woche hier in der City gewesen und haben die erweitert. Genauso haben wir hier oben unsere mega Magnetfeldgeneratoren gebaut, die auch richtig ordentlich Forschung geben pro Soll. Was natürlich noch heftiger ist. So, hier verlassen jetzt einige die Anlage, wie es scheint. Die hüpfen alle hier hin, wie es scheint. Okay. Ah, der Kindergarten ist da drüben scheint schon auch schon voll. Fast. Sie verteilen es jetzt anders. Wir müssen die Schichten erhöhen. Damit wir genug Platz zum Lernen haben, weil die sind ja alle... Arbeitsleistung 120, keine Spezialisierung. Dann starten wir die Dinger mal hoch, würde ich sagen, oder? Zurück nach Hause. Hier haben wir auch Arbeitsplätze. Die werden sogar voll ausgenutzt. Holy shit, das ist... Arbeitsleistung at its finest, würde ich sagen. Wäre das rein theoretisch in deren Reichweite, die mit dem Metallextraktor? Nee, ist nicht. Schade. Naja. Ist ja nicht der Hauptsinn dahinter. Hochleistungsdüsen. Ah, jetzt sind die Shuttles gleich schneller, ne? Frachtkapazität ist erhöht. Wir sind eh schon wieder mit dem Geld extrem gut. So, wir haben bestimmt wieder eine Mission. Meditation verbreiten, die tun wir gerade schon. Machen wir die Boden... Wolkensaat noch schnell. Brauchen wir das? Ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr. Für 50. Wir haben mittlerweile eh mehr Essen wie Beton. Was bieten wir denn mal an? Wir bieten Metall für Polymer. Wir sagen, das wird unser neuer Stil. Die beiden kriegen jetzt ein Upgrade. Und dann wird der geupgradet noch. So, warte mal. Wir brauchen dafür ganz viele Maschinenteile. Alter, die Maschinenteile steigen wie Sau. Seht ihr das? Die gehen nach oben wie sonst noch was. Jetzt holen wir uns nochmal... ein paar und von den anderen auch noch, um schön Puffer wieder zu erstellen. So, und wenn ich ihn, ihr braucht ja 800 hierfür, und jetzt können wir es einfach machen. Feste auf dem Mars. Dekoration verfügt über einen erhöhten Service-Komfort. Außendekoration. Funding received. Platzieren wir hier mal so eine Außendeko noch. Noch ein Denkmal hin. Ein Obelisk. Bei unseren Flandeplätzen kommen zwei Denkmäler hin. Die wollen es echt machen. Why not?
Wie viel haben wir schon drin? 58. Puh, das wird ein bisschen dauern. Aber wie viel erhöht das nochmal? Um 50% erhöht das die Leistung. Aktuell haben wir eine 100 Produktion pro Soll. Bedeutet, wir werden dann 150 haben pro Soll. Holy shit. So, der ist jetzt auch unterwegs zur Mission. Schauen wir mal, ob wir die Woche das hier fertig kriegen mit der Vegetation. Jetzt kommt... Alter, die fliegen hier rum. Jetzt werden neue Pläne ausgeroutet, wie sie fahren sollen. Wer sich um was kümmert. Also sie räumen immer noch natürlich den hier leer, der ist immer noch geladen. Ey, bräuchten wir aktuell nicht mal mehr einen Export. Die kriegen holographischen Scanner. Ich würde hier noch sogar... ich klicke dann falsch. Eine Biorobotik-Werkstatt. Da war jetzt die Biorobotik-Werkstatt, die habe ich jetzt auch mal gesehen. Wir Welten erschaffen und arbeiten im Komfortbereich, das kommt auch noch hier hin. Ich wollte eigentlich eine TV-Werkstatt noch hinsetzen. Aber Biorobotik-Werkstatt hört sich gut an. Und die ist auch schon fast fertig. Cool. Oh, noch ein Marsbeben. 10 beschädigte Gebäude? Wo? Sind die Wohnungen eigentlich schon alle voll? Großteils. Alter, das ist meine busy Ortschaft. Holy shit. VR-Werkstatt. Benötigt Strom und alles. Ich habe so langsam das Gefühl, langsam wird das alles ein bisschen laggy. So, hier arbeiten auch Leute natürlich, Krankenhaus. Dann haben wir jetzt die VR-Werkstatt. Also irgendwie glaube ich, ist die Arbeiter in Werkstätten und Gebäudeleistung irgendwie vertauscht, oder? Weil Gebäudeleistung 94 und Arbeiter in Werkstätten 5% passt doch nicht ganz, oder? Funding received. Ich sollte vielleicht mal in die Forschung wieder reinschauen, ne? Widerstandsfähige Architektur ist auch schon fast fertig. So. Mal gucken. Verhaltensbezogen. Hm.
Research complete. Und fertig, Team. Haben wir denn schon wieder eine neue Forschung? Nee. Aber es regnet, das ist gut. Regen ist immer gut, weil dann wird alles grüner. Also schaut mal, wie grün das hier schon ist. Ist ja Wahnsinn, wie grün das schon ist. Wie sieht es bei unseren Freunden hier aus? Jetzt lädt es schon wieder. Ich glaube, langsam überfordere ich das Spiel. Wissenschaftler, Touristen. Kann ich bitte wieder Touristen rausschmeißen? Starten. So. Ein Gebäude, in dem Bioroboter erschaffen werden. Die Arbeiter erhalten einen Komfort- und Moralboost und werden für den Werkmaschinenangriff verbraucht. Wir tun alle Arbeitsflächen jetzt öffnen. Auslastung umschalten. Die sollen Roboter bauen. Wolkensat war erfolgreich. Es regnet immer noch. Cool. Haben wir nicht da hinten letztens drei platziert und mal gucken, wie schnell es geht? Wie schaut's aus? Oh, langsam wird's. Haben wir auch schon Gras? Ja, Gras haben wir auch schon. Zählen nur die ersten Büsche noch. Aufmerksamkeit. Die Schläfer sind erwacht. Ein neuer medizinischer Durchbruch auf dem Mars hat es der Firma Eva erlaubt, seine Kunden wiederzubeleben. Sie wollen jetzt den Orbit verlassen und ihre Chance auf ein besseres Leben nutzen. 7 Promi-Kolonisten wollen sich deiner Kolonie anschließen, um die Vorteile deinen lebensverlängernden medizinischen Durchbruch zu nutzen. Möchtest du sie aufnehmen? Ja, heißen wir sie doch willkommen. Nein, wir brauchen von dir nichts. Forschungslabor, warum funktionierst du nicht? Zu wenig Mitarbeiter. Okay. Ah, langsam geht's wieder. Das war ein bisschen Umplanung wahrscheinlich bei denen. So, schauen wir wieder in die Forschung rein, weil haben wir schon wieder 2 Plätze frei. Nächstes ist die 2. Dann haben wir Eve doch. Holy shit, wir sind mit der Forschung fast durch. Aber wir müssen gucken, ob wir... Haben wir weiter die Extra-Forschung auslagern angeschaltet? Ne, haben wir nicht. Dann schalten wir das noch eine. Machen wir 14.000 pro Soll. Bedeutet, jeden Soll machen wir eine Forschung fast. New colonists have arrived. Abreisende Kolonisten 63. Holy shit. Ein Großteil war hier Besucher. Das ist ja noch geiler. Also da kann ich einstellen, wie es ausschaut. Besuch anderer Kuppeln. Geburtenregelung. Sind verboten, Geburten sind verboten, Geburten sind erlaubt. Nach Eigenschaften sortieren. Auch nicht schlecht. Lass mal dich wieder abheben. Ah,
arbeiten. Eine Werkstatt der Gebäudeleistung 0. Das, irgendwie passt das nicht. Wie schaut es bei denen aus? Ja, die arbeiten gut. Ja, wie werden die ganzen Sachen hier besucht? 400 Besucher. Im Gebäude sind 15 von 15 aktuell. Hawking Universität ist auch bummvoll. Tun wir das mal upgraden. Das kleine Ding, dann macht es noch mehr Forschung. Aber das ist ja voll, boah, Wahnsinn. Research complete. Ah, die Forschung ist fertig. Funding received. Neue Ausstrahlung. Ist jetzt drin? 1300. Huh. Schon geil. Ich habe allein 290 Leute wohnen hier schon. Das ist respektabel. Das ist richtig respektabel. Wir haben fast 1000 Einwohner. Dem geht es auch gut voran. Wie schaut es mit unserem Bohrsystem aus? Die kommen hinterher, wie es ausschaut. Beton wird gut produziert mittlerweile. Aber wir sind eh noch nicht mit dem Upgrade fertig. Und ich habe gedacht, wir wären schon fertig. So. Können wir schauen, ob wir wieder ein paar Botaniker. Warum wird eigentlich gerade nicht? Ich glaube, an dem Punkt bist du eh selbst sufficient sozusagen. Ich habe nur 142 auf der Erde geborene und 795, die auf dem Mars geboren sind. Ich glaube, hier gibt es eine klare Richtung, in die es geht. Das Lager ist pumpvoll. Wo wollten ihr da noch was hinpacken? Hunger, was? Hungersnot? Eine andere Kolonie hat Schwierigkeiten mit dem Anbau von Nutzpflanzen. Die Gefahr einer Hungersnot ist unter ständiger Begleiter und in diesem ungezähmten, auf diesem ungezähmten Planeten. Die Kolonie von Russland ist eine Weile gut zurechtgekommen, aber die letzten Berichte haben gezeigt, dass ihre landwirtschaftliche Entwicklung stagniert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Dinge aus dem Ruder geraten. Niemand hat überhaupt behauptet, dass das Überleben auf dem Mars leichter würde. Wir können keinen Spezialisten entbehren. Alle Kolonisten verlieren minus 5 Moral. Laden wir sie zu uns ein. Wir können sie alle ernähren. Ja, wir laden sie zu uns ein. Sie sollen zu uns kommen. Wir haben Platz dafür. Und 10.000 Nahrung, von daher sollte das alles kein Problem sein. Ich find's zu geil, wie schnell wir hier Forschung machen. Für uns ist absolut nichts ein Problem mehr in dem Moment. Da ist ja schon wieder das nächste freigeschaltet. So, und dich noch, danach haben wir dich hier. Und dann nochmal noch die rein hier durch und dann sind wir fertig. Das ist zu heftig. Wie schaut es hier mit dem Wasser aus? Bisschen Wasser hat es verbraucht. Ah, ich wollte mal wieder die Bodenqualität uns anschauen. Ich
Ich will mal für kurze Zeit den Edelmetallexport verbieten. Warum repariert denn keiner? Ja, jetzt läuft's wieder. Ich wollte dich jetzt mal auswählen und ab. Mal mir die Bodenqualität overall anschauen mittlerweile. Ja, langsam wird das. Schau dir das an. Viele rote Stellen noch, aber es ist fast schon alles grün. Schick. Der produziert auch super. Die tun jetzt farmen. Ich glaube, bald reicht das Lager auch nicht mehr aus. Das ist ja brutal. Es sind so viele in der Ausbildung, so viele Leute, die Arbeit brauchen wahrscheinlich. Was ist, wenn ich eine weitere Universität baue? Research complete. Wir erweitern die Hawkins Universität. Marsianisches Netzwerk ist fertig. Da kommt ein Netzwerkknoten hin. Jetzt wird hier richtig Gas gegeben. Die Hawkins Universität wird gebaut. Ja, die geht gut voran. Fleißig, fleißig. Alter, wir haben schon wieder 600. Achso, wir haben ja noch alles nichts verräumt, ne? Ich denke, wir sind hier schon durch mit Einräumen, weil hier ist ja noch fast nichts drin. Obwohl, nee, wir sind fast fertig. Holy shit. Das ist ja brutal. Also jetzt ist echt, wenn ich überlege, wie es Anfang mit Ressourcenknappheit waren und wie wir fast unsere ganz, oder zwischendurch wirklich unsere Leute verloren haben und alles drum und dran. Jetzt macht mir, ist mir so ein Basisbild einfach wurscht, weil ich weiß nicht mal mehr, wo die Fehler sind. Neues Spezialwissen, Projekt Wolkensaat. Expedition aussenden, auf jeden Fall. Macht die Hawking-Universität fertig. Jawohl, zieht sie hoch. Ich will wissen, wie viele da drin arbeiten wollen. Alter, instant voll besetzt fast. What? Holy shit, die ist instant voll besetzt. Holy shit, wie schnell ging das denn jetzt? Das ging mir ein bisschen zu flott. Ich öffne mal hier eine Arbeitsschicht. Aber das ist brutal. Oh, der Turm ist fertig. Dann verstärken wir ihn doch. Ah, erhöht die Forschungsleistung innerhalb der Kuppel. Finde ich cool. Wir machen die noch mehr. Plasmaschneider ist fertig. Alter. Leute, ihr seid mir zu fell schnell. Das ist doch heftig. Entdeckt besonders reiche unterirdische Erdmetallvorkommen. Heimatgemeinschaft. Wohngebäude Upgrade. Heimatgemeinschaft erhöht den Servicekomfort um das Gebäude bei 10. Holy shit. Produktion der Edelmetallextraktoren um 50%. Ja, wir haben keine mehr. Könnte höchstens hier noch zwei hinbauen, zwei Städte, aber das ist ja auch nicht das Ziel.
Und ich kann jetzt anfangen zu löschen von den Plattformen, weil hier sind so viele. Ich würde mal sagen, das war's mit den ganzen Lagern hier vor Ort. Vegetation verbreiten, perfekt. Dann lassen wir den hier auch nochmal losfliegen. Habe ich denn noch eine gesehen? Ach schau, hier ist noch einmal Vegetation verbreiten. Den Nachschubraketen. Dann holen wir noch schnell von der Erde mit ein paar Menschen halt drin. Passagierrakete. Ja, jetzt lohnt sich das ein bisschen starten. Dann sind wir nicht bei 95. Ist ja noch besser. Gut. Bietet Wohnraum für zahlreiche Kolonisten und gewährt viel Komfort. Das ist Forschungsgebäude. Also haben wir eh viele Forschungsgebäude eigentlich. Echt, können wir die hier abreißen? Die lohnen sich nicht wirklich. Wenn die hier arbeiten würden, wäre es viel besser. Wahnsinn, wie es hier abgeht. Überall die kleinen alten Lager, damit man was bauen konnte oder so. Heute total unnötig. Selbst das baue ich jetzt ab. Und gebe denen jetzt hier noch ein kleines Mülldepot und eine kleine Mülldeponie hin, das war's. Guck mal, ich kann hier mehrere platzieren. Das ist natürlich geil. Warte mal. Netzwerkknoten WRS verwertet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel wieder. Schulschwitze fördert mit Hilfe einer modernen Fernrichtung zu gewünschten Stärken der Kinder. Die Parkanlage erhöht den Komfort aller Wohngebäude innerhalb der Kuppel. Kommt auch noch. Geil. Also das ist brutal, was wir jetzt hier machen. Wieder was falsch, Alter. Wann hört denn das auf? There are Earthsick colonists. Wo denn? Was, echt? Hier? Ja, wir bauen es nicht. Research complete. 1000 Kolonisten! Jawohl! Wir haben 1000 Kolonisten. Holy shit! Also das kann man nicht verneinen, dass das wenig ist. Das ist brutal. Allein diese eine Kuppel hält fast 400 Leute. Also aktuell 360 fast. Kein Export erlaubt. Und wenn du das anschaust, hier sind so viele Leute, die Arbeit wollen.
heftig. Füllt die auf, weil die kriegt die Aufgabe, die andere Wolkensatz jetzt zu machen. Die müssen jetzt natürlich die ganzen Samen hochschicken, weil wir haben hier nur ganz viele Samen. In dem Wald hier drin. Wie viel haben wir denn aktuell auf Lager, will ich wissen. Irgendwo war das 13.000. Die Produktion ist immer noch zu hoch für den Verbrauch. Das Problem ist halt auch, ich würde gerne sagen, okay, was ist das, wir platzieren jetzt hier überall noch so weitere Dinger. Künstliche Sonne, Wunder der marsianischen Ingenieurskunst, produziert eine gewaltige Menge Strom. Sie erzeugt in den dunklen Stunden Licht für die nahegelegenen Sonnenkollektoren. Sie beheizt die Umgebung, verbraucht benötigen große Wassermengen. Hm. Ich würde das hier hinbauen. So. Wie viel arbeiten denn hier? Ach komm. Das sollte jetzt kein Problem für uns sein. 300 Polymer, da muss ich halt noch ein bisschen Polymer nachholen, aber das geht doch schnell mit dem Weltraumlift. There are Earthsick colonists. We have a delivery on the space elevator. Research complete. Kernedelmetalle. Entdeckt besonders reiche unterschiedliche Edelmetalle. Ah so. So, okay. Forschung. Wir haben schon wieder zwei Plätze frei. Eieiei. Jetzt sind es ja nur noch zwei Forschungen, dann ist es vorbei, Leute. Wir können natürlich immer das machen, das Urheberrecht, aber das bringt halt nur Geldmittel, das gibt es immer wieder. Genauso wie das hier oben. Ist ja auch nur Geld bringen im Grunde. Aber wir haben die ganze normale Forschung durch. Obwohl gleich, ich denke, jede fehlen noch zwei, habe ich irgendwie die Vermutung. Man merkt, wie langsam das Spiel mit den ganzen Mengen, die ich hier durchfließen lasse, nicht mehr nahe klarkommt. Wir haben hier noch ein bisschen Wasserlage gespeichertes Wasser 13.000. Gespeichert 1500. Eine hält 1500. Wo habe ich denn 3000 gespeichert? 13.000 gespeichert? Habe ich hier ein Lager gebaut, ein großes? Nee, habe ich auch nicht. Wahrscheinlich die ganzen verteilten Lager, die ich gemacht habe fürs Netz. Ja, wir sind schon bei 80. Ah, das ist so schön zu wissen. Aber schaut euch das an, wie schön das einfach ist. Nur noch ein paar, die paar Hügelketten halt, wo jetzt so speziell sind. Hat sich nichts verändert, aber fast alles ist grün. Da schau, hier wachsen sogar schon Büschchen überall. Von selber. Da auch grüne Flächen mit Pflanzen. Überall. Da, schau hier auch. Da kriegen das meine drei Dinge hier nicht mehr hin. Obwohl ein paar Graspatches mehr sind es mittlerweile. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.
Ciao. Everything changes.